Im Saisonvorbereitungsspiel zwischen der SV Wahren und dem TSV Unten gingen zunächst die Gäste aus dem Salachtal in Führung. Schöne Aktion, Schuss und Tor! 0:1, wobei zu sagen ist, dass dieser Schuss aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar war. Nach einer Trinkpause erhöhten die Gäste die Führung. Zunächst können sich die Spieler des OSV Oberwalden den Ball in den eigenen Reihen erhalten. Wird hier nicht attackiert. Schuss! Und da ist das 2:0. Wiederum herrlich herausgespielt. Und da wäre es auch wichtig, wenn die Verteidiger hingehen. Und dieser Schuss war, naja, absolut unhaltbar. Doch kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gab es den Anschlusstreffer. Schöne Aktion, läuft das Tor zu, wird hier nicht attackiert, Schuss, und da ist der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Und dieses Tor resultierte für mich aus einem klaren Torwartfehler. Kurz vor der Pause dann allerdings noch der Ausgleich. Pass, schöne Aktion nach der Mitte. Wo ist die Verteidigung und wo ist der Goalie? Schreibt er zum nächsten Anschluss und da ist der Ausgleich. 2:2. Zunächst gut abgewehrt, aber dann landete der Ball im Tor und dieses 2:2 ist auch der Spielstand nach 45 Minuten. Nach Seitenwechsel zunächst einmal erneute Führung für die Gäste. Schuss, Tor! In so einer Situation wäre es wichtig für einen Torwart, näher herauszukommen und Schützen nach Möglichkeit die Chance zu nehmen. Wiederum Führung für die Gäste aus dem Salachtal. Doch auch diese Führung konnten die Spieler des SV Oberalm egalisieren. Schöne Kontermöglichkeit, auch da viel zu weit weg. Schuss und Ausgleich zum 3:3. Herrlich gemacht und dieser Ausgleich war aus meiner Sicht durchaus verdient. So einen Schuss sollte man durchaus halten. Dann kurz vor Spielende die erste Führung für den SV Oberalm. Herrliche Aktion, Schuss und da ist das 4:3. Herrlich gemacht und ein klarer Überheber über den Goalie, der viel zu weit aus dem Tor herausgekommen ist. Der SV Oberalm weiß auch, der den Schlusspunkt setzte. Schuss, Pass und wiederum ein Stürmer von SV Oberalm komplett umgedeckt und der Endstand lautet 5:3.